Sechs Hofdamen, die leer ausgingen, nutzen das Bauersuchtfrau-Finale, um gemeinsam eine Flasche Sekt zu leeren und mit ihren Bauern, ihrem Leben und ihren Enttäuschungen ins Reine zu kommen. Sechs Frauen, sechs Gläser, sechs Stifte, eine Flasche Sekt und ein Lagerfeuer. Felici, deren Hofwoche mit Marius nicht glücklich endete, hat für fünf ihrer Mitleidenden ein Abrechnungsevent vorbereitet. Jede soll ihre Wut zu Papier bringen, dann werden die Zettel den Flammen übergeben, um sich von den negativen Energien freizumachen, erklärt Felici. Mit dabei sind auch Joyce, die von Bauer Pete enttäuscht ist, Steffi, die von Gemüsebauer Alex vorgeführt wurde und Bozena, die für Marius extra aus Deutschland angereist ist und ihn dann, gemeinsam mit Gastgeberin Felici, mit einer anderen im Bett erwischt hat. Nach und nach kommt heraus, was die Frauen an den Männern besonders frustriert. Ich mache alles für die Liebe und die Männer machen gar nichts. Ich hasse das, schüttet Joyce den anderen ihr Herz aus. Wenn nichts zurückkommt, breche ihr das Herz. Das sei ihr schon mehrmals passiert, erzählt sie mit Tränen in den Augen und erstickter Stimme. Verlogen, geht gar nicht, rechnet Vanessa ab. Was Forstwirt Martin getan hat, ist unter aller Sau, urteilt sie. Ab heute ist für mich der Mensch dort, wo er hingehört. Ab jetzt hab ich echt die Schnauze voll. Das Kapitel Alex ist für mich abgeschlossen. Auch wenn ich nur 10 Minuten von ihm weg wohne, ich will nie wieder was mit ihm zu tun haben, schließt Steffi nach der Enttäuschung über Gemüsebauer Alex mit diesem Kapitel ihres Lebens ab. Pimmel und Zähne. Auch Bozena hat eine Liste verfasst und hält damit nicht hinter den Berg. Ich hasse kleine Pimmel wie die Pest und ich hasse Männer ohne Zähne. Erst lachen Bozenes Gäste, aber die Kritik lässt nicht lange auf sich warten. Bei all dem gerechtfertigten Ärger den jeweiligen Bauern gegenüber, geht Joyce die Ansage der 43-jährigen Deutschen zu weit. Wie heißt man das in Deutsch? Oberflächlich, urteilt Joyce über ihre Kollegin. Was Bozena hingegen will, ich wünsch mir einen Traumprinzen, der mich auf Händen trägt, der ganz lieb und zärtlich ist. Damit aber nicht genug, er muss auch Zähne im Mund haben und einen großen Pimmel, lacht sie. Ist doch egal. Für Joyce hingegen ist klar, ist doch egal, großer Pimmel, kleiner Pimmel, ich nehme alles, Hauptsache großes Herz. Das Staffelfinale von Bauer sucht Frau im Stream zum Nachschauen bei Zappen. Die Bewerbung für die nächste Staffel läuft bereits, hier können Sie sich anmelden.